Seid mir gegrüßt, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Blind-Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin das Bandem und ich zocke für euch das Action-Adventure-Spiel Alice Madness Returns, was im Jahre 2011 damals für die PlayStation 3, Xbox 360 und den PC rausgekommen ist. Und ich bin wahnsinnig aufgespannt, was dieses Spiel alles für mich so zu bieten hat. Es soll ja wirklich ziemlich gruselig sein und man sieht schon hier das ganze Blut überall und so. Ach, ich bin echt gespannt, was das alles zu bieten hat. Und legen wir los, drücken wir die Starttaste und erstellen ein neues Game. Was steht da? Anziehen, auswählen und zurück. Naja, gut, da kannst du mal auswählen natürlich. Neues Spiel, starten wir. Leicht, normal, schwer oder Albtraum? Nee, Albtraum werde ich auf jeden Fall nicht machen. Das ist ja der krasseste Schwierigkeitsmodus, den es überhaupt gibt. Und den mache ich auf keinen Fall. Ich will niemandem was beweisen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, man hat, glaube ich, in den letzten Projekten gesehen, wie schlecht ich eigentlich spiele. Deswegen muss ich niemandem was beweisen. Deswegen spiele ich auf normal? Ja, komm, machen wir auf normal auf jeden Fall. Los geht's. Oh, ich kann auch die Gamma-Werte ein bisschen einstellen. Oh, das Peak sieht man gar nicht mehr. So ist geil. So, X, nö, das ist egal. Und legen wir los. Ich bin echt gespannt drauf. Er lädt und lädt und lädt und jetzt geht's los. Oh yeah. Alice. Die Story von Alice im Wunderland, aber ein bisschen brutaler. Geil. Das wird toll werden. Das lädt aber ganz schön lange. Ich will das Intro sehen. Oh, jetzt geht's los. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Ja. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Alter Falter. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie,
Dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Ja, das war ja mal ein richtig krasser Anfang. Man hat auch gesehen, dass der Märzhase einfach gekillt worden ist. Für diejenigen, die sich mit Alice im Wunderland nicht so gut auskennen, der Märzhase war ja der Kumpel des Hutmachers. Und der ist einfach mal implodiert. Und irgendeine schwarze Masse ist aus ihm rausgekommen. Und wir wissen ja, von manchen Spielen ist ja so eine schwarze Masse entweder irgendwie so eine Art Verderben oder irgendwas anderes dergleichen. Und ja, anscheinend ist Alice Verstand total durch den Fugen geraten. Und dadurch ist auch gerade ihr Wunderland zerstört worden. Und ja, wo befinden wir uns hier? Das sieht so aus wie ein Waisenhaus, oder? Man sieht es jetzt schon überall Kinder hier. Wir können jetzt uns schon mal ein bisschen umgucken. Hallo, junger Mann. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Trag, Liebestöter. Der Schlüpfer, also die Unterhose ist geklaut worden. Da ist auch noch ein Junge. Okay, überall sind hier Zeichnungen. Da ist auch noch eine Zeichnung von einem komischen Dämon. Da oben ist der Hutmacher, das erkennt man schon irgendwie ein bisschen. Also ich muss jetzt schon sagen, obwohl das Spiel ja von 2011 ist, muss ich echt sagen, Alice sieht mega cool aus. Also sie gefällt mir, der Charakter, die ganze Charakterentstehung, also das ganze Bild des Charakters sieht wirklich sehr cool aus. Die Modelle gefallen mir sehr. Was ist denn? Wo ist die Tür? Ja, auf jeden Fall unten, glaube ich, alles, oder? Unten müsste die Tür sein. Und wie bei jedem Blind-Let's Play gucke ich mich immer ein bisschen um, weil ich ja ein bisschen mehr von dem Spiel halt lernen möchte. Und ich muss jetzt schon sagen, es gefällt mir sehr. Auch jetzt hier gerade im Waisenhaus, diese trostlose Stimmung hier, ist mega cool gemacht. Also für diejenigen, die das wissen wollen, wie gesagt, ich spiele hier gerade die PlayStation 3-Variante. Eigentlich wollte ich das ja auf dem PC spielen, hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich es wollte, weil das Spiel sehr oft geleckt hat. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, komm, fragst du mal deine liebe Schwester, ob ich das ausgeliehen bekommen kann. Und sie hat dann gesagt, na klar, leise ich gleich das aus, dass du ein Let's Play davon machen kannst. Und ja, jetzt zocke ich natürlich die PlayStation 3 Version. Das hier ist das Mädchenzimmer. So sieht das hier aus. Eine ekelhafte Puppe, die da ist. Ein Teeservice. Da ist auch noch ein anderes Mädchen, was gerade wieder zeichnet. Aber was überhaupt nicht zeichnet, weil es nichts in der Hand hat, oder? Sie hat nichts in der Hand. Da ist ein toter Fisch. Hallo, kleines Mädchen. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir sollen ja zur Hausapotheke gehen. Oh, was haben wir denn hier? Home, safe, home. Warte mal, halt. Eine Sache will ich mal ganz kurz mal gucken. Kann man sich hier irgendwie ein bisschen umschauen? Ja, außer die Ego-Perspektive ist es ja ganz klar. Ich will mal ganz kurz mal gucken. Warte mal. Je mehr ich finde, desto besser. Guck mal, hier ist zum Beispiel auch noch was. Was haben wir denn da? Auch nochmal Bilder. Meine Geschichten für die Kinder tragen seltsame Früchte. Ihre Zeichnungen entlarven, was in meinem Geist vorgeht. Das sind auf jeden Fall Zeichnungen von Alice Geschichten. Hat sie ja gerade erzählt. Der eine sieht irgendwie aus wie der Hutmacher, oder? Was aber die anderen sind, weiß ich gar nicht. Na, mal schauen, ob das irgendwie während des Spiels erklärt wird. Dass man ja alles finden kann. Und ja, man sieht eigentlich auch schon, dass das Spiel hier ein bisschen so im viktorianischen Zeitalter spielen muss, weil die Häuser sind hier ziemlich alt. Und wir wissen ja, das viktorianische Zeitalter war ja so um 1800. 1870 ungefähr, glaube ich, war das. Was haben wir denn hier noch alles? Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit. Wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Was wollte ich gerade noch sagen? Ich wollte gerade noch was erzählen. Ja, ich habe mich halt am Anfang ein bisschen halt um das Spiel halt, schlau gemacht, um was es da halt geht.
Wie der Name auch schon sagt, an dem Spiel ist es halt so, dass Alice Madness Returns halt der zweite Teil der Alice. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Dankeschön, kleines Mädchen. Das wollte ich mich gerade erzählen. Es klingt ja schon so, dass Alice Madness Returns halt ein zweiter Teil ist. Er ist auch ein zweiter Teil. Und zwar nämlich der erste Teil hieß damals American McGee's Alice. Und ja, der soll zwar auch ab 16 sein. Und der erzählt halt... Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Das wollte ich gerade auch noch erzählen, denn sie war mehrere Jahre halt in der Irrenanstalt gewesen, denn durch einen schlimmen Zufall, nicht Zufall, sondern durch ein schlimmes Schicksal hat sie ihre ganze Familie verloren, die hier an der Wand hängen. Und ja. Und zwischen diesem Brandfall, der passiert ist, und jetzt hier Alice Madness Returns liegen 11 ganze Jahre. Und jetzt arbeitet sie halt hier im Waisenhaus mit diesem komischen Doktor da oben zusammen. Das habe ich eigentlich auch schon rausgefunden. Und ja, dann gucken wir uns gleich noch ein bisschen weiter um. Aber erstmal will ich das Bild anschauen. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück. Aber ich würde dem Absender gerne danken. Ja, hier sieht man überall noch Bilder, die hier hängen. Das könnten Kartensoldaten sein. Genauso wie die halt auch bei dem, wo sind Kartensoldaten bei der Herzkönigin? Da sind die überall. Da ist der Märzhase. Nee, das ist nicht der Märzhase, das ist das weiße Kaninchen. Sag mal, sagt ich zu spät, ich bin viel zu spät. Da ist Dideldum und Dideldei. Das ist auf jeden Fall der Hutmacher, das erkennt man gleich. Okay, der Turm, ein Turmwächter oder sowas. Das sind Pilze. Der Pilzwald könnte das sein. Und da ist das Herzlabyrinth. Ja, doch einige Sachen erkenne ich doch noch irgendwie. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich mit der Alice-Geschichte nicht so gut auskenne. Ich weiß, ich kenne einige Figuren auf jeden Fall, aber auch nicht alle. Also wenn ich jetzt irgendjemanden treffe, den ich nicht kenne, dann steinigt mich nicht dafür. Oh, noch mehr Kinder. Doktors Liebling. So gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Boah, haltet die Klappe, ihr kleinen Mistbalgen. Oh, was haben wir denn da? Ah, da ist ein Bild von dem Doktor mit den ganzen Kindern hier. Das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen. Penibel gekleidet, ruhige Haltung. Knapp an klassischer Schönheit vorbeigeschraubt. Hat er den Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat. Okay. Ja, so viel habe ich auch schon herausgefunden, dass halt Alice hier halt hergebracht worden ist, um halt hier zu arbeiten und halt Geld zu verdienen und so. Und sie kümmert sich halt wirklich um alle Waisenkinder, die halt hier sind. Obwohl sie es, glaube ich, auch nicht gerne macht. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Oh, wir kommen nicht mehr zurück, okay. Hallo, kleiner Junge. Gott, bist du hässlich. So. Ja, man sieht schon hier, die Straßen sehen ziemlich alt aus. Man merkt sofort, dass man wirklich halt in London ist. Und außerdem ist man immer in London, weil die Alice-Geschichte hat ja auch in London stattgefunden. Also wurde dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Wurde ja auch so geschrieben. Diese Bastarde sagen, Arbeit sei edel. Was haben wir da? Houndstitch Home. Rettungshaus der verwahrlosten Kinder, Inhabi Dr. Angus Bambi. Aha, okay. Ach, nochmal ganz kurz eine kleine Sache zu dem Let's Play. Wie gesagt, das ist ja ein komplettes Blind-Let's Play. Ich werde auch ziemlich viel im Voraus aufnehmen, dass halt genügend Parts halt wieder vorhanden sind. Und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch einen 100% Run irgendwie hinkriegen. Oh, hallo. Wie wär's mit Boccherini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Klingt sehr schön auf jeden Fall, die Musik. Ah, hier sind noch mehr Kinder, die im... Ich hab doch gerade eine Katze gehört. Hä? Hier sind auch noch ein paar Kinder. Gut, oh, ich glaube, hier wird jetzt nichts irgendwas versteckt sein oder sowas. Hallo? Hallo, ist hier jemand?
Okay, da ist ein kleines Mädchen an der Wand. Warum starrt sie die ganze Zeit dahin? Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht mit Sternennarben. Still, meine Kleinen, keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ja, aber kannst du das nicht irgendwie anders sagen, ohne dass es so creepy wirkt? Okay, kleines Mädchen, ja, viel Spaß noch bei der Wand am Starren und so. Tschüss! Hilfe! Wo ist die Ohrenanstalt? Na, okay, gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Und, naja, ich bin mal sehr gespannt, was hier wirklich alles halt auch hier das Spiel zu bieten hat. Also es soll ja wirklich mega cool sein. Und viele haben mir gesagt, ja, das Spiel musst du unbedingt mal spielen, das ist mega cool, macht echt Spaß. Und auch meine Schwester hat mir auch gesagt, das ist so ein richtig geiles Alice-Spiel sein. Oh, guck mal, eine kleine Katze in Weiß. Hallo Kätzchen, Mietz, 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 hab keine Angst. Was für ein Zufall, ein kleines pelziges Tier, was komplett weiß ist und Alice verfolgt es wieder mal. Komm, kriegen wir da keine Flashbacks? Ein weißes Kaninchen? Hm? Oh, was ist denn da los? Oh, der wird verprügelt. Darf ich mitmachen? Hallo? Das wird ihm eine Lehre sein. Gib's ihm. Was hat er denn gemacht? Darf ich durch? Verschwinde, Alice. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Sorry, ich wollte nur gucken, was hier abgeht. Okay, ich gehe ja schon weg. Ich verfolge die Katze weiter. Kätzchen, komm mal her. Komm mal her, kleines Kätzchen. Komm her, Mietz, 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 Mietz. Wo ist es hin? Ach, da ist es. Und wisst ihr eigentlich gerade, an was mich dieser Ort hier sehr erinnert? Ich glaube, das stand sogar da. Warte mal, halt. Kann ich mal zurück? Nein, ey! Warum? Verfolgen Sie mich etwa? Herr Polizeimann? Ich will nicht verfolgt werden. Ich bin ein junges Mädchen und gehe in eine hintere Gasse und ich werde von einem Polizisten verfolgt. Hallo, geht's noch? Gehen Sie weg? Nee, was ich gerade sagen wollte, dieser Ort hier erinnert mich sehr, sehr stark an Whitechapel aus Vampire und Assassin's Creed Syndicate. Kann das sein? Ich glaube, wir sind sogar auch in Whitechapel, so wie das heruntergekommen hier ist. Das ist definitiv Whitechapel. Und oh mein Gott. Wie sehen Sie denn aus? Ein bisschen sehr dünn, oder? Und okay, alles klar, gut. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Oh Gott. Gott, sah die hässlich aus. Oh, nee. Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Aha, mich hat gerade irgendwie, glaube ich, gerade ein Zuhälter gerade angesprochen oder sonst irgendwie. Nein, Alice ist nicht so. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Lustig, dass es hier selber auffällt, dass es langsam eigentlich lächerlich wird. Ich gehe mal hier weiter. Mieze Katze, komm mal her. Mietz, 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 Mietz. Komm her. Und ganz plötzlich wird's dunkel, erscheint Nebel irgendwo. Was für ein Zufall. Typisch London. Ih, was ist das denn für ein Viech? Ih, es macht so ein Klackergeräusch, habt ihr es gehört? Boah, es ist ekelhaft. Hey, lass es in Ruhe. Lass alles in Ruhe. Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Ich
immer noch verrückt. Was Wunder, die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht, friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse, ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen, spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben, ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Aha, also Schwester Witless ist eigentlich eine hinterhältige alte Dame, die sich das Schweigen von Alice bezahlen lässt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber, oh Mann, ey. Die arme Alice. Scheint ja also irgendwas, ist es anscheinend irgendwas passiert? Das habe ich ja auch schon erzählt. Sie hat auf jeden Fall ihre ganze Familie in den Flammen verloren und sie gibt sich halt die Schuld, dass für das, was halt passiert ist. So, und diese Schwester Witless, die hat das irgendwie mitbekommen und sagt sich einfach mal, oh geil, die Kleine ist total durch den Wind. Ach, ja, dafür, dass ich nichts erzähle und so weiter, soll sie mir jetzt mal Schweigegeld geben. Eine blöde alte Kuh. Und ich finde gerade dieses Panoramabild mega cool. Außerdem finde ich diese 2D-Zeichnungen von den Cutscenes mega cool in Szene gesetzt. Also es sieht echt geil aus. Das Spiel gefällt mir jetzt schon sehr. Na, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen weiter oben. Oh, guck mal, ich kann mich hier umschauen. Moment. Ich glaube mal... So. Es sieht schon mega geil aus, auf jeden Fall. Also man sieht auf jeden Fall, dass das... Spiel halt wirklich so in einem viktorianischen Zeitalter so halt angesiedelt ist. Das hat man auch ein bisschen an den Kindern gesehen, die halt diese alte Kleidung noch tragen. Und bestimmt werden auch viele Kinder halt ja auch halt zum Arbeiten missbraucht und so. Hat man auch gesehen. Das war ja sowieso damals nicht so gut gewesen sein. Also viele Kinder mussten halt arbeiten, auch die gleiche Arbeit verrichten wie halt die Erwachsene. Und man sieht auch, dass das hier echt so der Bezirk Whitechapel ist. Oh, was ist das? Ein Knast ist wie ein Käfig. Nur, dass er diese Vögel nicht zu stören scheint. Ich habe hier gerade irgendwas bei mir knacken hören und so weiter. Kann sein, dass ein Vogel wieder irgendwie eine Regenrinne anpicken möchte oder sowas. Keine Ahnung. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen mal hier mal den ersten Part mal zu Ende. Ich hoffe, ihr freut euch auf Alice Madness Returns. Ich auf jeden Fall. Es wird mega cool werden. Denn das Spiel soll wirklich ein geiles Meisterwerk auf jeden Fall gewesen sein. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier auf mich zukommen wird. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Danke, dass ihr dabei wart heute und bis zum nächsten Part. Tschüss!